liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas. Es geht noch weiter mit unserem guten Freund DJ. Wir müssen quasi wieder zurück. Wir haben in der letzten Folge, ja, nach etwas längerer Fahrt dann auch unseren Freund, diesen komischen Tuppis da gestoppt. Wir haben ja aber Aufgabe für Jizzy erledigt mit den Nudden. Und jetzt geht's aber erstmal weiter zurück zu Zivo. Denn der mag auch bestimmt noch irgendwas haben für uns. Well done. Brilliant drive. Ernsthaft, ich bin jetzt froh, dass wir auch diese Mission geschafft haben beim ersten Mal direkt und nicht noch 10 Mal fahren müssen. Wir haben in der ersten Aufnahmefolge die Fotomission geschafft, also in der vorletzten Folge quasi. Heute ist die nächste Folge und das wäre quasi fast meine letzte Folge für diese Mega-Aufnahmesession. Also ich muss echt so viel vorbereiten. Ich muss ja für 8 Tage Videos vorbereiten und alles und dran. Das dauert halt alles so eine Weile. Ich bin quasi heute mit der letzten Folge dran. Während da nicht noch wahrscheinlich Far Cry New Dawn aus demnächst beginnen wird. Oder wahrscheinlich schon läuft. Oder wie auch immer. Ich weiß es noch nicht, weil ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf Primal. Diese eine Mission mit dem Hohlenwächter, da habe ich so übelst abgefuckt, wenn ich ehrlich bin. Die ging mir dann irgendwann echt auf den Sack, wenn ich mal ernsthaft bin. Deswegen versuche ich gerade jemanden für New Dawn am Start zu bekommen, dass ich damit endlich noch anfangen kann. Naja, wie immer sei. Genau, wir müssen zurück zu Zivo. Also. Fahren wir da lang. Das war mir fast klar. Ich will den überholen und alles um und dran. Mir knallt alles um die Karre, dass ich in den Kopf wagen rutsche. Gut, dass ich die Cheats auswendig kenne, weil die gleichen sind für GTA 3 und GTA San Andreas. City. R1, Kreis. R2, hoch, runter, hoch, runter. Hoch, runter, glaube ich, war noch 3, also 3-mal zusammen. Wie immer so, ja, ich kenne die Cheats mittlerweile auswendig für den Polizeicheat, also wie gesagt, aber dann habe ich mir, wenn ich ehrlich bin, ich spiele das Ding so, wie jetzt würde ich privat spielen. Weil, wer hat das damals nicht getan? Wer hat GTA damals nicht gecheatet? Komm schon. Ihr habt alle gecheatet. Ich weiß das. Ja, ich spiele es auch, wie gesagt. Ich spiele so, wie es privat gespielt hat. Warum soll ich mich um den Witz jetzt verstellen? So, wir haben die nächste Mission. R-Rage heißt sie. Oh Gott sei Dank, ich war durch. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl. Apart from my blood pressure and the imminent collapse of my hopes and dreams. Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you own? Whatever it is, you need to reduce the dosage. Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you putting hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now he wanna pop you? No. And they say gangbangers is petty as small minded. Who? Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end. What? Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity! All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. CJ, bogey's at 12 o'clock.
Tot, tot. Tot. RC Barons at 9 o'clock high, Carl. So. Drei weniger. Wird sich so einfach. Tot. Der letzte, der wehrt sich noch ein bisschen. So wird sich der, weiß ich nicht, der letzte, jetzt habe ich ihn. Tot. Leck mich doch. Boah, hör doch mal ab, Mann! Friendly fire, friendly fire. Leg mich doch am Arsch. Mann, weil die fuck you, weil die Pisser mir auf den Sack gingen. Die ganze. Ach Mann, weil die ich muss nicht kaputt gehen. Weil der mir die ganze Zeit auf, ich kann den halt nicht so nicht zielen, das ist das Problem, Alter. Das ist mit der Maus deutlich einfacher. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity. All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. Oh man, laber nicht so viel. Bogey's at 12 o'clock. Tot. RC Barons at 9 o'clock high, Carl. Tot. Kaputt. We've lost a transmitter. So schwierig, wenn ich verliere die, verliere die Mission. Oh, Gott sei Dank. Mann! We can't lose another transmitter. Halt doch mal die Fresse, Alter! So.
Mann, fuck mich doch nicht alle gleichzeitig ab. Ich krieg die scheiß Dinger nicht down. Ich kann mich so nicht konzentrieren, wenn ihr die Typ, der die ganze Zeit mir auf den Piss geht. Einmal probier es noch, ansonsten müssen wir was anderes mal probieren. Das ist beim PC deutlich schwerer, weil ich kann mit dem Joystick kann ich nicht besser nicht so gut ziehen. Jetzt muss ich mal das Geheule wieder hingucken. Ja, ist gut, halt doch die. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not. Ach Mann, ich will mir das Gelabere nicht noch ein 50 Millionen Mal an. CJ, Bogey's at 12 o'clock. Zwei noch oder was? Das ist nicht wahr, es waren nur noch irgendwie 20 Sekunden, ey. Ich bin so gut gewesen am Anfang und alles wird wieder zerstört. Du bist wieder scheiße gewesen. Einmal muss ich noch. Ich kann doch nicht sein, dass ich die nicht kriege. Ey, weil die mir so auf den Piss gehen die ganze Zeit. So, dann darf ich mir das Gelaber nochmal anhören. Und ich habe eigentlich ganz gut aufgeräumt, aber das Problem ist, wenn ich mich... This is insanity. All batteries commence fire. Ja, klar, halt doch mal die Schlüssel. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. CJ, Bogey's at 12 o'clock. Oh, jetzt treffe ich die Dinger wieder nicht. Das Ding hat scheiß Fats.
2 Minuten, ey. Der ist kaputt. Halt doch, die. Wir müssen den Transmitter. Oh Mann, ich bin einfach scheiße. Ich treffe die Viecher nicht. Ja, ich hab nie gesagt, dass ich. Halt doch mal einfach die Fresse, Alter. Bin da dran, Mann. Geh mir den auf den Sack, Alter. Ich sehe die Dinger nämlich nicht. Ah, ist egal, ist eh verloren. Weil er mir auf den Sack geht. Ja, mein Gott, halt doch die Fresse! Ich hab keinen Bock mehr auf die Rotze, Alter! Mann, geh mir nicht auf den Sack mehr! Mit deinem Scheiß rumgeballert, du Vollidiot! Ich hab keinen Bock mehr auf Sibo, der geht mir auf die Nüsse, Alter, mit seinem Scheiß. Du hast nur den Transmitter gelost! Du bist angelost! Du bist einfach scheiße! Mann, hau doch ab von mir, ey! Tut mir leid, deswegen muss die Alte jetzt sterben. Mich gerade, merkt man, dass man sich gerade ein bisschen angepisst wird, weil die mir die ganze Zeit auf den Sack geht mit seinem Scheiß rumgeschlabert, ey. Du bist einfach scheiße, du bist scheiße, du triffst nichts. Ja, ich kann so nicht treffen, mein Gott, ich kann den scheiß Controller nicht zielen. Das ist das Problem an der Sache. Oh mein Gott, geht die mir auf. Ja, Puta, Puta, geh, fahr einfach, Mann. Sorry, Alter, das geht mir. Mich nervt das manchmal ein bisschen, ne? Hab ich doch schon nebenbei erwähnt. Ach, halt die Backen. So. Ich speichere jetzt und ich habe keinen Bock mehr. Ich mache jetzt aus. Das reicht für heute mit dem Aufnehmen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA und dann versuchen wir wahrscheinlich mit dem Wuda mal weitermachen.